mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen wäre, dem Bund weitere Einnahmen vorzuenthalten. Wir haben genügend Aufgaben. Da stimme ich Herrn Steinbrück sehr zu, dass wir investieren müssen. Und insofern, mit mir wird es eine Maut für Autofahrer im Inland nicht. Man kann sich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. 40.000 Kilometer Bundesstraßen gibt es in Deutschland und 13.000 Kilometer Autobahnen. Wer darauf fahren will, muss ab 2016 Pkw-Maut zahlen. So zumindest. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Der ehemalige CSU-Chef Edmund Stoiber hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise ein Ultimatum gestellt. Merkel habe maximal bis Ende März Zeit, um ihre Ankündigung, die Zahl der Flüchtlinge zu verringern, umzusetzen, sagte Stoiber in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Stoiber sagte, er habe auf der Klausurtagung in Kreuth gefragt, ob es einen Plan B gäbe. Merkel habe er zugerufen, du machst Europa kaputt. Stoiber warf der Kanzlerin vor, mit ihrem Alleingang in der Flüchtlingsfrage schwere Verwerfungen in Europa herbeigeführt und Ängste vor einem deutschen Europa geschürt zu haben. Stoiber forderte eine komplette Schließung der Grenzen für Flüchtlinge nach Österreich. Dies sei der einzige Weg, um die anderen europäischen Länder dazu zu bringen, das Flüchtlingsproblem gemeinsam zu lösen. Die CSU werde alles tun, um die Schwesterpartei zu einer Kurskorrektur zu bewegen, notfalls auch gegen die Meinung von Frau Merkel, so Stoiber wortwörtlich. Das Ziel sei jedoch nicht, Merkel anzugreifen oder abzulösen, sondern eine Änderung ihrer Haltung. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Mit nur drei Worten und fünf Selfies hat diese Frau alles kaputt gemacht, was uns lieb und teuer ist. Ja. Ja, ist so. Der Einzige, der noch zu ihr hält aktuell, ist Peter Altmaier, die treue Seele. Allerdings, wie wir festgestellt haben, mit sehr verstörenden Argumenten. Schau mal, Deutschland ist so ein großartiges Land, weil wir in Deutschland nicht nur eine Angela Merkel haben, sondern Zehntausende, Hunderttausende Angela Merkels. In jedem Dorf. In jeder Stadt. Der Herr Landrat hat eine zu Hause, der Herr Bürgermeister hat eine zu Hause. Ach du Scheiße! Hab ich auch eine zu Hause? Das kriegt man ja Angst. Da hat der Peter wohl zu lange in der Sonne gestanden. Aber nur mal, damit das mal ganz klar ist und ohne Ironie, man kann schon wollen, dass Angela Merkel nicht noch mal 4 Jahre macht. Dafür gibt's gute Gründe, ernsthaft. Die hat zum Beispiel gerade diesen Sommer mal eben den deutschen Klimaschutzplan komplett entkernt. Hat aber keiner mitgekriegt. Wahrscheinlich, weil es zu warm war. Und natürlich ist in der Flüchtlingspolitik die Kehrtwende de facto längst da. Aber Horst Seehofer reicht das nicht. Merkel soll sich öffentlich entschuldigen beim deutschen Volk. Ja klar. Ja. Ja. Los. Sag endlich Obergrenze, du störrische Zonenzenzi. Ja. Sie macht es einfach nicht. Sie macht es nicht. Die Bayern, hat man heute auch wieder gemerkt, die Bayern sind wirklich besessen von ihrer Obergrenze. Das steht auch wieder drin im neuen, jetzt noch härteren CSU-Flüchtlingspapier. Also es steht die Obergrenze natürlich automatisch wieder drin, klar, obwohl das Grundgesetz sagt, wer politisch verfolgt ist, genießt Asyl, da ist keine Rede von der Obergrenze. Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung. Nee, das ist das Grundgesetz. Die EU-Mitgliedstaaten haben 2015 festgelegt, Flüchtlinge aus den stark belasteten Ankunftsländern Italien und Griechenland auf andere europäische Staaten umzuverteilen. Dies soll vor allem die beiden Mittelmeerländer entlasten. Insgesamt sollen so bis September 2017 fast 100.000 Flüchtlinge in Europa verteilt werden.
Bisher haben laut der EU-Kommission nur Finnland und Malta ihre Zusagen erfüllt. Deutschland hat zwar die zweitgrößte Zahl von Flüchtlingen aufgenommen, bisher 2.626 Flüchtlinge, aber damit nur 10% seines Ziels von rund 27.000 erreicht. Wenn die Mitgliedstaaten die Umverteilung nicht bald beschleunigen und ihre Bemühungen verstärken, werde die Kommission nicht zögern, Zitat, ihre in den Verträgen festgeschriebene Macht zu nutzen, sagte der zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Im äußersten Fall drohen den Mitgliedstaaten Geldstrafen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen forderte die Bundesregierung und viele andere EU-Länder auf, zu ihren Versprechen zu stehen und zügig Plätze zur Umsiedlung zur Verfügung zu stellen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen